Ja, überhaupt muss man sagen, dass die Grazer die Minimalisten der Liga sind. In den 4 Sturmpartien sind erst 8 Treffer gefallen, ausbaufähig. Sturm muss ja einige Wochen auf Spielmacher Gitaishvili verzichten nach einer Adduktorenverletzung. Die Rieder wollen raus aus dem Tief, haben 3 Liga-Niederlagen in Folge kassiert und müssen Corona-bedingt 5 Spieler vorgeben, was die Situation nicht einfacher macht. Es fehlt unter anderem Tormann Radlinger. Er wird von Daniliuk ersetzt. Nach einer Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft sind nur 1.500 Zuschauer statt 3.000 zugelassen. Die sehen einen temporeichen Beginn. Die Grazer lassen den Beginn den Ball sehr gut laufen, bringen die Rieder in Bewegung. Die gute Spieleröffnung von Wüttrich in der 8. Minute. Ingolitsch, der Querpass auf Friesenbichler. Die Top-Chance für Sturm. Da bekommt Friesenbichler den Ball ideal serviert. Den sollte er machen, der Stürmer. Die Steirer versuchen immer wieder schnell in die Zonen zu kommen, um das Tor zu machen. Hierländer, 9. Minute, 1:0. Sturm führt. Und das verdient nach der besseren Anfangsphase. Der Kopfball kommt vom Riedspieler Ziegel aus dem Rückraum mit dem Außenriss. Macht er es, dieser Stefan Hierländer. Präzision pur nennt man das. Sein erstes Saisontor. Und hier gibt es für Daniliuk keine Möglichkeit einzugreifen bei seinem Bundesliga-Debüt. Danach ist es ein ordentlicher Leerlauf in der Partie. Von Ried ist gar nichts zu sehen. Sturm erst wieder gegen Ende der ersten Hälfte präsent. Janča, nicht schlechter Schuss. Nach langer, langer Zeit wieder eine Chance. Schöne Einzelaktion in Minute 43. Noch einmal Sturm. Hierländer. Ingolitsch. Der Ball kommt zu Lubic. Der spielt Kuhn frei. Andi Kuhn. Daniliuk wehrt ab. Wieder Kuhn. Die Doppelchance in der 44. Minute. Glück mittlerweile für Ried, dass es hier nur 0:1 zur Pause steht, aus der Sicht der Oberösterreicher. Die Rieder sind natürlich gefordert, in der Offensive mutiger zu agieren. Saddam Sole, es wird vorerst nicht besser. Nein, nein, sinnbildlich diese Szene. Da gefährdet der Mann aus Ghana mit seinem Schuss nicht das Sturmtor, vielmehr die Zuschauer. 51. Minute, Eckball. Kuhn. Was macht Daniliuk? Lercher klärt beinahe das 2:0 für Sturm. Daniliuk rutscht der Ball durch die Finger und dann macht Lercher hervorragend. Er deckt hier den Ball ab und verhindert so, dass die Grazer zum Abschuss kommen. Dann aufgepasst. 67. Minute. Foul von Rainer an Friesenbichler. Der Pfiff von Schiedsrichter Lechner und der zeigt rot. Schauen wir uns das Ganze nochmals an. Ein klares Foul von Konstantin Rainer, aber rot ist meiner Meinung nach zu hart. Die Oberösterreicher in der Schlussphase nur zu 10. Sturm jetzt in dieser Phase deutlich überlegen. 74. Minute, Flanke von Dante. Balay legt ab für Lubic. Stange zum zweiten Mal Aluminium. Stark gemacht von Lubic, der behauptet sich und schiebt den Ball aus kurzer Distanz an die Stange. Nur 2 Minuten später, neuerlich die Grazer. Janča im Duell mit Daniliuk, die nächste Top-Gelegenheit. Schlechtes Stellungsspiel bei den Riedern und ja, schön langsam geht Sturm etwas fahrlässig mit den Chancen um. Die Vorentscheidung liegt in der Luft. Der Ballverlust von Nutz. Balay auf Janča. Ljubic, 2:0. Jetzt ist er drin, 78. Minute. Es ist kein Abseits. Unglücklich für Daniliuk. Der Ball landet exakt vor den Beinen von Ivan Lubic. Der trifft in der Bundesliga zum dritten Mal hintereinander. Sturm gewinnt beim Rieder Rumpfteam 2:0. Jetzt die Interviews von Wolfgang Eichinger. Das ist ein Tor, Marke, Tor des Monats. Ach, das müssen andere entscheiden. Ich bin froh, dass er reingegangen ist. War in der Situation die einzige Möglichkeit, dass ich das probiere. Und natürlich gehört da ein großes Quäntchen Glück auch dazu. Aber
bin froh, dass ich einmal wieder angeschrieben habe und dass wir heute uns belohnt haben für engagierte Leistung. Das war wirklich auch von der ersten Minute weg ein sehr, sehr verdienter Sieg für uns, auch wenn man schon sagen muss, es war dann für mich fast nicht mehr fassbar, wie viele Chancen wir da liegen lassen haben. Und da ist der Gegner natürlich dann immer wieder gefährlich, kommt in kleinen Momenten zu Chancen. Deshalb war ich persönlich schon sehr erleichtert, wie wir es 2:0 gemacht haben. Aufgrund der Chancensituation geht der Sieg natürlich in Ordnung, aber vor allem erste Halbzeit haben wir ganz wenig zugelassen. Ja, Sturm hat natürlich eine gute Mannschaft, wir hatten heute viele Ausfälle. Wir haben gewusst, dass jedes Spiel sehr schwierig wird in dieser Liga. Wir haben trotzdem, glaube ich, Qualität im Kader und je länger die Saison dauert, desto mehr finden wir uns, glaube ich, als Mannschaft. Ich glaube, wir haben viele Neuzugänge, die wir integrieren müssen. Es ist einfach eine schwierige Phase, das haben wir gewusst, dass sowas kommt, aber es braucht sich keiner Sorgen machen um uns. Ried kassiert damit gegen Sturm die 4:0 Niederlage in Serie. Die Grazer setzen ihren Aufwärtstrend fort und bleiben weiter ungeschlagen.